Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Das Unvermeidliche. Was ist das Unvermeidliche? Wie kannst du wissen, was das Unvermeidliche ist? Die Tamüt, sowohl wie die Art, glaubt nicht an das treuende Unheil. Dann, was die Tamüt anlangt, so wurden sie durch einen fürchterlichen Schall vernichtet. Und was die Art anlangt, so wurden sie durch einen gewaltigen Sturmwind vernichtet. Den er 7 Nächte und 8 Tage lang ununterbrochen gegen sie wüten ließ, so dass du das Volk niedergestreckt darin hättest liegen sehen können, als waren sie hohle Schäfte von Palmbäumen. Siehst du von ihnen einen übrig? Und Pharao und die vor ihm waren und die umgestürzten Städte waren großen Frevels schuldig. Und sie waren widerspenstig gegen die Gesandten ihres Herrn, darum erfasste er sie mit drosselndem Griff. Siehe, als die Wasser geschwollen, da trugen wir euch in der Arche. Dass wir sie zu einem Mahnmal für euch machten und es bewahrende Ohren sie bewahren mochten. Und wenn in die Posaune gestoßen wird mit einem einzigen Stoß und die Erde samt den Bergen emporgehoben und dann niedergeschmettert wird mit einem einzigen Schlag. An jenem Tag wird das Ereignis eintreffen. Und der Himmel wird sich spalten, denn an jedem Tag wird er brüchig werden. Und die Engel werden zu seinen Seiten stehen, und 8 Engel werden an jenem Tag den Thron deines Herrn über sich tragen. An jenem Tag werdet ihr Gott vorgeführt werden. Keines eurer Geheimnisse wird verborgen bleiben. Was dann den anlangt, dem sein Buch der Rechenschaft in die Rechte gegeben wird, so wird er sprechen: Wohlan, leset mein Buch. Trauen, ich wusste, dass ich meiner Rechenschaft begegnen würde. So wird er ein erfreuliches Leben haben. In einem hohen Garten, dessen Früchte leicht erreichbar sind. Esset und trinket in Gesundheit für das, was ihr in den vergangenen Tagen gewirkt. Was aber den anlangt, dem sein Buch der Rechenschaft in die Linke gegeben ward, so wird er sprechen: O wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden. Und hätte ich doch nie erfahren, was meine Rechenschaft ist. O, hätte doch der Tod mit mir ein Ende gemacht. Mein Besitz hat mir nichts genützt. Meine Macht ist von mir gegangen. Ergreifet ihn und fesselt ihn, dann werft ihn in die Hölle. Dann stoßt ihn in eine Kette, deren Länge 70 Ellen ist. Denn er glaubte nicht an Allah, den Großen, und forderte nicht auf zur Speisung der Armen. Keinen Freund hat er drum hier heute. Und keine Nahrung außer Blut mit Wasser gemischt, das nur die Sünder essen. Nein, ich schwöre bei dem, was ihr seht,
und bei dem, was ihr nicht seht. Dass dies für wahr das Wort eines ehrenhaften Gesandten ist. Es ist nicht das Werk eines Dichters, wenig ist's, was ihr glaubt. Noch ist es die Rede eines Wahrsagers, wenig ist, was ihr denkt. Es ist eine Offenbarung vom Herrn der Welten. Und hätte er irgendwelche Aussprüche in unserem Namen ersonnen, wir hätten ihn gewiss bei der Rechten gefasst und ihm dann die Herzader durchgeschnitten. Und keiner von euch hätte uns von ihm abhalten können. Wahrlich, es ist eine Ermahnung für die Gottesfürchtigen. Und wir wissen für wahr, dass einige unter euch Lügner sind. Und für wahr, es ist ein Bedauern für die Ungläubigen. Und für wahr, es ist die Wahrheit selbst. Darum preise den Namen deines Herrn des Großen.